Hallo und herzhaft willkommen zu einer brandneuen Folge The Search 2. Wir sind immer noch in der Kathedrale des Funkens. Oder wie ich es nenne, einfach nur das alte Kraftwerk. Und schauen uns mal hier um. Am liebsten will ich ja noch ein bisschen Zeug sammeln und einfach meine Waffen und meine Rüstung verbessern. Hier ist ein Loch in der Wand. Nee, hier haben wir uns ja letztes Mal umgeguckt. Wir müssten halt diese Prüfung machen für den Kollegen. Allerdings hoffe ich, dass ich, wenn ich hier weitergehe, noch so ein paar Hinweise finde, was die Prüfung denn... Was es überhaupt mit der Prüfung so auf sich hat. Du kannst das Ritual nicht aufhalten, du Killer. Ich kann das Ritual nicht aufhalten. Das werden wir doch mal sehen. Ja, das war ein Beinchen, ey. Das, also den kann ich schon mal aufhalten. Jetzt ist hier noch einer. Ach, der läuft hier. Patrouille. Was will er denn auf mich schießen, ey? Ich glaube, es geht los. Gib mir den Arm her. Oh, oh, oh. Tja, tut mir sehr leid, mein Freund. Freundchen. Er würde jetzt wahrscheinlich sagen, ich bin nicht dein Freund, Mann. Würde sagen, ich bin nicht dein Mann, Freundchen. Ja, und immer so weiter. Mein Junge. Okay, hier kann ich wieder weiter ablassen. Ah, hier ist Strom auf dem Boden, verdammt. Äußerst tragisch. Drainage aktiviert. Bitte warten. Du, ja du. Ich glaube, die redet von mir. Die kann mich irgendwie nicht leiden, die Olle. Naja gut, kein Wunder, wenn ich ihren Sohn gekillt habe. Den anderen würde ich wahrscheinlich auch umbringen. So, ah, hier. Das ist doch bestimmt wieder eine Abkürzung, oder? Ach ja. Sehr gut, sehr gut. Ja komm, ich lade meinen Textcrap hier rein. Ich brauche eh noch einiges. Sind die Typen auch wieder da? So. Kann ich denn irgendwas verbessern? Auch nur noch für einen Arm. Was sehr komisch ist, warum kann ich denn das nicht? Achso, ja klar. Gut, 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 gut. Okay, dann gehe ich erstmal wieder hier rum. Hier ist doch dann der erste. Ne, ein zweiter noch. Patriarchin hat uns vor dir gewarnt. Tja, hätten sie euch ruhig warnen können. Das wird nichts bringen, mein Freund. Au. Denn die Matriarchin hole ich mir auch eines Tages. Boah. Scheiße, der stirbt vorher. Schwächling, ey. Ich konnte nicht mal seinen Arm abschneiden. Ich nehme jetzt mal wieder meinen guten alten Speer. Damit ging es immer sehr gut. Und gezielt auf Arme, Beine, was auch immer. Toll, der hat überhaupt nichts gepanzertes an sich. Das ist doch kacke. Dann hole ich mir ein Waffenteil. So. Ah! Gib her. Der hat was an. Linker Arm. Oh ja, diese Kombination aus. RB und dann direkt LB hinterher. Nee, RT und LB. Säbelt schön was ab. So, was hat er für Panzerung an? Er hat nur einen Kopf. Ah, im Arm. Gib mir deine Panzerung. Du.
Boah, das hat mir komplett weggefetzt, die Rüstung. Ich war noch überhalb dran. Krass. Also der Speer ist sehr gut, um den gezielt die Teile zu nehmen. Gefällt mir. Das Gute ist, der hat halt auch kein Element drauf. Ich habe mal das Gefühl, wenn die Element drauf haben, dann bringe ich die einfach um so. Oder sterben die am Element. Die sollen ja nicht sterben, die sollen mir ja ihr Zeug geben. Auch hier das Bein kann ich schön gezielt ansteuern. So. Warte doch, der andere ist schon. Macht schon wieder Stress hier, der kann nicht mal kurz warten. Was hast denn du für mich? Ein Bein. Ach, das ist nur ein Dreier. Das ist ja tragisch. Stirb. Überhaupt verloren, Schwächlinge. Oh, ein Rachefeind. Er bringt mir auch ein Bein, sehr gut. Aua. Jetzt aber. Ja. Dem Speer kann ich es einfach immer am gezieltesten. Ich dachte, eine Zeit lang das Schwert wäre vielleicht besser, aber nee. Der Speer ist viel besser, um gezielt irgendwelche Teile abzutrennen. Ah, da ist noch einer. Und er hat auch Beine. Irgendwie brauche ich immer die Beine. Beine sind wohl immer am schwersten zu holen. Komme ich ihn da am besten rüber? Hier. Arm würde ich auch nochmal nehmen, aber es hat keinen gepanzerten Arm. So. Korrekt. Ach, es war nur ein Sechser, deshalb ist er so schnell gestorben. Was hat er denn? Der hat eine neue Rüstung? Ich muss mal gucken, was der da an der Brust hat. Das ist nach irgendwas Neuem aus, was ich nicht unbedingt haben will. Stirb doch vor. Ihr Schweine. Nee, hatte ich schon das Brustmodul. Und der hat wieder gar keine Rüstung an. Was für ein Loser, ey. Der wunderschöne Speer. Er ist am Start. Yeah. Die Reaktorkammer. Kann ich jetzt weiter runter? Also ich war ja eigentlich fast überall schon. Ich guck mal, wo ich hier hinfahre. Ich glaube, ich komme jetzt direkt genau hier hin. Ja komm, da kann ich mir mal die Arme bauen. Wenn ich die Arme baue, sollte wieder mehr Schaden bringen. Ich nehme mal ein Busy Tech Scrap mit. So, genau. Ach ne, sind die Beine. Ah, ein Arm geht auch. Ach, nur die Feuerabwehr geht hoch. Ah, und die allgemeine Verteidigung, aber nur um zwei, das ist ganz schön schäbig. Rhino. Ich glaube, es wird echt langsam Zeit für was anderes. Einsätze, Creo, was? Hammer. Dieses Cerberus ist halt echt hart, also auf der ersten Stufe schon 25 Angriffskraft. Was war denn hier mein Tech-Bonus eigentlich? Scarab. Ne, die hier habe ich. Schaden und Angriffskraft aufgeladene Angriffe. Das ist halt auch gut. Von den aufgeladenen Angriffen. Aber ich glaube, das wäre trotzdem besser.
Diese anderen Arme, weil die haben jetzt 32% und die anderen haben auf Stufe 1 ja schon wesentlich mehr. Plus, dass ich noch Verteidigung dazu kriege. Das ist eigentlich ein sehr gutes Upgrade. Die baue ich jetzt auf jeden Fall mal. Das hier sind die Geldzerberus. Zwei Stück bitte. So, und die direkt upgraden. So. Ach, die sind gar nicht höher gegangen, verdammt. Die haben immer noch 25. Erst auf die nächsten Stufe gehen die auf 29. Halt viel mehr Verteidigung. Ich zieh die mal an und guck mal, wie es läuft. Jetzt habe ich sie gebaut. So, jetzt muss ich aber wieder Arme sammeln, damit ich die auch verbessern kann. Weil so richtig vergleichen kann ich sie erst. Jetzt habe ich gerade meine anderen Arme auf 8, gell? Und jetzt habe ich wieder was Neues. Das ist natürlich ein bisschen tragisch. Aber ist nicht schlimm. Hier sind ja viele Gegner. RB-Angriffe sind besser, um die Rüstung kaputt zu machen von Gegnern. War's schon. Die hatte noch halbe Power gehabt, die Rüstung. Das war ja interessant. Also so ganz verstehe ich es auch nicht mit dem Zerlegen. Ich dachte mal, der komplette Balken muss weg. Also war mir eigentlich ziemlich sicher. Das sah jetzt die ganze Zeit so aus. Aber eben, der hat ja noch so einen halben gelben Balken an seinem Arm. Und trotzdem konnte ich ihn den Arm absäbeln. Das war irgendwie mysteriös. Du kannst das Ritual nicht aufhalten, Killer. Ich halte das Ritual auf, so wie ich will. Und wenn nicht, mache ich ihn halt nach dem Ritualtod. Kann mir irgendwas erzählen. Boah, boah. Jawohl, jetzt ist die gerade explodiert, als ich den Finisher gemacht habe. Perfekt. Ein schwacher, ja. So, Schwache werden einfach hingerichtet. Keine Zeit für Schwächlinge. Der da ist stark. Nur ein Sechser. Stirb. Mit der ganz komische Stimme. Der ist doch verseucht gewesen. Ja.
Doch, dieser Buff, der bringt mir ja fast 1000 Verteidigung mehr. Da halte ich schon deutlich mehr aus, ein bisschen weniger Schaden ist zu verkraften. Zumindest wenn meine Sachen aufgeladen sind. So habe ich 381. Wenn ich die anhab. Schon 397 und dann kriege ich nochmal den Buff dazu. Also das ist viel mehr Verteidigung. Das ist doch ein sehr gutes Upgrade. Könnt ihr jetzt überlegen, ob ich mir die komplette Rüstung davon mal anziehe, aber worauf ich gar keinen Bock habe, dass so ein Teil so einen massiven Verteidigungsverlust gibt. So hier, wenn die Sachen minus 20 Verteidigung haben, plus 20 Ausdauer verbraucht, das ist extrem scheiße, so, da habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche jetzt schon ordentlich Ausdauer. Verseuchte Kleine da wieder. Ich stirb da einfach. Ah, ihr Loser, ey. Okay, ich habe 6 Beinmodule, das heißt, ich kann mir jetzt 2 Beine verbessern. Ach, hier ist er. Aber ich hoffe immer noch, dass ich ein paar Tipps finde, was ich denn bei ihm überhaupt machen soll. Der hat zwar irgendeine Prüfung für mich, aber was soll das denn für eine Prüfung sein? So ein paar Hinweise wären schon ganz nett. Wenn es nur so ein bisschen ist. Hier kann ich jetzt runterfahren. Oh, hier ist aber gefährlich. Was ist das? Denk mal für Little Johnny von einem Verräter gekocht. Johnny sein Kopf. Sehr ekelhaft. Hallo? Little Johnny offline. Ach. Gekillt. Ah, das wäre doch bestimmt so ein Nebenauftrag von irgendeinem gewesen. Naja, jetzt habe ich es schon erledigt. Was soll's. Drüben ist wieder so ein verseuchtes Ding, wo ich noch nicht dran kann. Boah. Auch hier hin. Sehr gut. Okay, das ist eine Abkürzung hier runter. Aber jetzt erstmal verbessern, ja. Erstmal wird hier upgraded. Soll ich die 2 Beinchen wirklich upgraden? Ja, ich will den Tech-Scrap haben. Bin gierig. Ja. Gut, brauche ich doch nur ein paar Arme. Wie sieht es denn mit Waffen aus? Ich kann doch bestimmt noch ein paar Waffen verbessern. Das Ding zum Beispiel. Dann, das waren schöne Waffen. Taser. Beidseitig montiert. Nee, Boxhandschuhe sind gut. Das sind auch Boxhandschuhe, dann her damit.
Ich habe Angst, wenn ich das Ding verbessere, dass es dann zu stark ist und die Gegner zu schnell schnetzelt. Es wird einfach überhaupt nicht stärker, das Ding. Von 8 auf 10, dann 12. Es ist so schwach. Die Fragbrenner. Übelst den hohen Energiegewinn. Ich mache ihn hoch. Ich will ihn mal benutzen. So. Gut, bevor wir weiterleveln, muss ich leider sagen, auf Wiedersehen und bleibt gesund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Anschauen. Es geht hier auf jeden Fall weiter. Wir haben jetzt den Lil Johnny seinen Kopf ausgeschaltet. Ich hoffe, ich kriege noch irgendwo so eine Quest und der Typ sagt dann zu mir, ach, cool, hast du schon erledigt, danke. Das wäre super. Ansonsten freut euch auf die nächste Folge, denn morgen geht es wieder weiter mit The Search 2. Bis dahin, macht's gut!